der Halbmarathon steckt mir noch extrem in den Beinen und ich werde jetzt aber trotzdem mal probieren, eine kleine Runde zu laufen. Hilft ja alles nichts. Und ja, damit es nicht so peinlich draußen aussieht, wenn ich da so rumkrepel, nutze ich gleich seit langer Zeit mal wieder das Laufband und ich glaube, ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, Kinder sind was Schönes. Kinder sind was Schönes. Jetzt geht's nochmal zum See. Ich treffe mich da mit meiner Schwester. Im Gegensatz zu mir kann die nämlich richtig gut schwimmen. Und da wird es mir nochmal ein paar Tipps geben, ein paar Rückmeldungen. Ja, und hoffentlich auch ein paar Übungen, wie ich dann meine Schwimmtechnik ein bisschen verbessern kann. Ja, dummerweise ist auf meinem Alltagsrad die Kette ziemlich runtergefahren. Und auf jeden Fall ist hier das Kettenblatt vorne ja, total verschlissen und ich glaube hinten auch schon ein bisschen. Ich werde es mal komplett auswechseln. Kette, Kettenblatt und Zahnritzel hinten. Das ist mittlerweile echt ganz schön gefährlich, weil ich kann überhaupt nicht mehr antreten, weil sofort alles durchdreht. Ganz normale Situationen wären zur Gefahrensituation, gerade wenn ich aus einer Straße rauskomme und sehe, es kommt ein Auto und will ein bisschen schneller fahren, dann macht es Ratsch und nichts passiert. Das ist jetzt die vorletzte Woche vor meiner Mitteldistanz und irgendwie ist komisch, ich bin gar nicht so heiß auf das Ding. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Saison jetzt einfach schon so lang war. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich in dieser Woche noch mindestens eine sehr lustige Sache habe. Ich treffe mich mit sehr alten Freunden in Lomitz. Das ist in der Nähe von Gorleben, Wendland. Und da wollte ich halt mit dem Rad hinfahren. 180 Kilometer ist natürlich jetzt nicht die optimale rennspezifische Trainingsvorbereitung. Aber da habe ich einfach Bock drauf. Genau, und ich habe natürlich auch den Halbmarathon noch so ein bisschen in den Beinen. Ja, da muss irgendwie noch der Muskelkater ein bisschen rausgespült werden. Genau, aber vielleicht kommt dann noch der Funke, der mich dann ja, ganz hungrig macht und dass ich da gut starten kann. Hi Christian. Hi. Auffällt bei deinem Armzug über Wasser, dass du tauchst mit der Hand relativ dicht vor dem Kopf ein. Wenn du da aber versuchst, vor dem Eintauchen des Armes den noch lang zu machen, dass du möglichst in Armlänge vor dem Kopf eintauchst, dann hast du einen längeren Zugweg unter Wasser. Okay, alles klar. Warte mal, ich gib's dir mal. Probier noch mal. Ich glaube, es war besser. Ich war immer ein bisschen überfordert mit hinterher schwimmen, halten und gucken. Aber ja, ich habe mich jetzt echt konzentriert, aber es ist echt nochmal anders, das stimmt. Und dann merkst du auch, also ich habe eben mal selber darauf geachtet, wenn du die Hand ausstreckst, bist du ja mit der Hand, die unter Wasser ist, so auf Brusthöhe. Und da kannst du dann eigentlich nochmal wie dich abstützen, um die Überwasserhand weit vorne einzutauchen. Vorne rein? Genau, also wenn du mit rechts über Wasser bist, ja, hast du die linke Hand im Wasser ungefähr auf Brusthöhe. Und dann kannst du dich mit der linken Hand stützen, um dann nochmal den Arm zu strecken. Also ich glaube, ich habe bisher immer so ein bisschen Abschlagschwimmen gemacht. Also dass ja, ich noch relativ lang den Arm vorne habe. Oder guck mal, was anders. Jetzt. Yes.
war ganz gut. Ich hab dich jetzt durch die Kamera gesehen. Ja. Erstmal nur lang gemacht. Jetzt habe ich vergessen, mit der Kamera mitzugehen, weil ich gerade so schön geguckt habe. Genau, und wenn jetzt kannst du noch versuchen, wenn du da vorne bist, schon vorne den Druck aufzubauen. Unser Schwimmlehrer hat immer gesagt, muss ich, also wenn du dir das für beide Arme vorstellst, ja, dann müsste sich das so anfühlen, als würdest du Rapunzel aus ihrem Schlösschen retten und dich so hochstrecken. Machst du dich nochmal lang, das machst genau. Du genau. Und dann ziehst du das Schlüsselloch. Der linke Arm ist echt schön. Der rechte ist noch. Also ist ein deutlicher Unterschied zwischen links und rechts. Ja, ja. Erzähl doch nochmal, du bist deutsche Meisterin, oder? Ja. In was denn? Im Jahr 9 Kampf. Und das ist? Das sind 3 Disziplinen Schwimmen, nämlich 100 Meter Auszeit, Kunstspringen und Tauchen 25 Meter Auszeit. Das ist Leichtathletik, Weitsprung, Sprint und Kugelstoßen. Und das ist Turnen, Sprung, Sparren und Boden. Okay, und wie schnell schwimmst du auf 100 Meter? Wenn ich gut finde, 1,14. Okay, wenn du schlecht bist. Wenn die Brille unterm Kinn hängt, dann 1,19 oder so. Ach, ja. Und was empfiehlst du Triathleten für Schwimmen? Fällt dir was ein? Nein. Schöne Gedanken machen. Okay, alles klar.